Ein schnurriges Willkommen bei Panti spielt Half-Life 1. Ich habe in der letzten Folge versprochen, dass ich in die Lösung gucke. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Und ich zeige euch mal, was ich gefunden habe. Leider wird uns das nicht sehr viel bringen. So. Und zwar stand in der Lösung, wir sollen doch einfach einer von diesen drei oder vier Stäben hier würde, sobald man hier ankommt, sich nach oben bewegen. Und man soll schneller drauf gehen, sich nach oben schießen oder heben lassen und dann über die Plattform auf einen von diesen Rochen kommen. Also die Idee war schon mal gut, hier auf diesen Rochen hüpfen und sich zu der Insel tragen lassen. Das geht leider nicht. Die Dinger gehen nicht mehr runter und ich habe auch keinen Spielstand davor. Wir müssten einen großen Teil neu machen. Also bin ich hier einfach ein bisschen rumgelaufen. Ich habe dann nach der Aufnahme nochmal den Spielstand geladen und habe das hier entdeckt. Diese kleine Höhle hier. Bin dann hier reingegangen, habe den schon abgeschossen gehabt. Und habe mir gedacht, ich gehe mal hier rein. Und wir haben hier schon rausgefunden, dass in diesem komischen Wasser man geheilt wird. Also stelle ich mich jetzt mal hier rein und heile mich erstmal. Hier ist auch noch ein bisschen Batterie. Das heißt, hier können wir uns auch einfach erstmal heilen. So, das ist also was, was ich neu rausgefunden habe. Ich habe nicht geguckt, wo das hier alles hinführt, ob das tatsächlich eine Lösung für unser Problem ist. Aber zumindest können wir uns heilen. Das heißt, wenn wir jetzt uns hochschießen lassen von dem anderen Viech, kann es eventuell sein, dass wir das tatsächlich überleben und nicht gleich draufgehen. Das wäre ja auch schon mal ein Vorteil. Und vielleicht kann dann die Lösung sein, dass wir uns tatsächlich von diesem Viech, was uns wahrscheinlich eigentlich nur verdauen soll und nicht hochschießen soll, hochschießen lassen. Aber hier ist tatsächlich ein Spinnennetz, das wir noch nach unten können. Und dann gucken wir mal weiter. Hier ist nochmal diese komische Suppe, wo wir an der anderen Stelle, hier sieht man auch schon die schlechte Tonqualität, Bildqualität, die Grafikauflösung und Texturenqualität quasi. Wenn ihr euch erinnert, in dieser Suppe haben wir letztes Mal den Teleporter aktiviert. Gucken wir mal weiter. Ich sorge mal wieder dafür, dass ich eine Waffe aktiv habe, falls etwas kommt. Okay. Nein, dich nicht. Die vier, aber bitte die zweite von der vier. So. Die haben wir erledigt. Aha. Ich glaube, das ist jetzt... Okay, gut, doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Glück gehabt. Okay, die sind also etwa so stark wie die normale Pistole. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, also merken, diese Spitzen können runtergehen, da können auch Spitzen hochkommen. Und diese Teile hier. Da ist noch so einer. Gucken wir mal, wie viel das ist. Eine volle Salve und der ist weg. Diese Dinger hier an der Decke, die so aussehen wie Schwämme, die können ein Giftgas absondern. Das wissen wir jetzt also auch. 1, 2, 3, 4. Der Sound, das Respawn-Sound kommt natürlich auch von den, von diesen Raumschiffen, von diesen, Rochen. Manta-Rochen, die da rumfliegen. Von daher ist das, nicht unbedingt ein guter Indikator, ob jetzt hier ein Gegner spawnt oder nicht. Okay, dann geht's hier also weiter. Aha, das ist der Turm, auf den wir rauf sollen. Steigt einfach auf den Turm, der nach oben geht. Warten, bis er wieder unten ist und dann draufsteigen. Ich speichere mal. Und da werden wir hochgeschossen. Mal
Schauen, ob wir hochfliegen dann davon oder einfach hier oben stehen bleiben. Ja, wir bleiben hier oben stehen. Das ist schön. Das heißt, wir können jetzt hier speichern. Ich will nicht von mir abgeschossen werden. Jetzt versuche ich ihn abzuschießen. Aber wie man sieht, ich bin im genauen Zielen, bin ich eine Niete. Natürlich, genau, jetzt schießt er wieder. So. Mein Freund. So, glücklicherweise geht das alles noch auf Energie. Okay, wahrscheinlich ist es dieser Rochen, der fliegt hier im Kreis und dann... Nee, das können wir nicht schaffen. Dann schauen wir mal, ob wir die fliegenden Inseln hier verwenden können. So. Glücklicherweise haben die Eigenschaft, dass sie hier längere Zeit immer sich im Kreis bewegen, kann sich also den Rhythmus von denen angucken. Die nächste Insel wird wahrscheinlich diese hier sein. Und wenn man ordentlich springt, dann funktioniert das auch. Oder ich gucke erstmal, ob ich hier auf diese Insel, auf diese Insel hier komme. Ich sollte vielleicht mit dem Maus direkt da drauf zeigen, ob ich hin will. Na, Freund. Da, ich bin tatsächlich immer noch leicht schräg gesprungen. Ich sollte erstmal den abschießen und dann... Weil er ist jetzt hier... 1 und 2. Mal speichern am besten. Und wieder. Na, das hat geklappt. Das hat geklappt. Okay. Und man sieht hier mit jedem Sprung nämlich etwas Schaden. Ist natürlich nicht so toll. Okay. Jetzt will ich auf die nächst niedrigere Plattform. Und dann wahrscheinlich von der niedrigsten kann ich dann auf einen von den Rochen. So, Stimme speichern. Das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Und jetzt können wir uns noch das hier holen. Ich hoffe, dass wir da nicht wieder von vorne anfangen müssen. Aber ich will wissen, was hier in dem Stash ist. Munition. Naja. Nichts Besonderes, ehrlich gesagt. So, einer dieser Rochen. Jetzt ist die Frage, kommt einer dieser Rochen nah genug hier vorbei, dass wir aufsteigen können? Wenn nein, müssen wir gerade wieder hier durch die Höhle durch. Wobei, das heißt, wir können uns wieder heilen. Doch, wir haben hier eine Mitfahrgelegenheit. Nein. Die sollte uns jetzt, ich spreche nochmal, die sollte uns jetzt nämlich hier hinbringen. Wir müssen nur rechtzeitig abspringen, weil wir sind jetzt gleich vorne, die verschwinden ja mit der Zeit. Das war zu früh abgesprungen. Und noch einmal, zum Glück habe ich hier den Safe gemacht. Ich hatte einfach Angst, dass der Rochen verschwindet und bin also abgesprungen. Das ist jetzt eine etwas frickelige Angelegenheit. Na bitte. Das hat doch geklappt. So. Der nächste Abschnitt. Ihr werdet alle sterben. Ihr werdet alle sterben.
Ihr werdet alle sterben. Das ist nicht sonderlich vertrauenserweckend, aber hier ist irgendjemand ziemlich stark darauf angelegt, alle Menschen umzubringen. Okay, also wie man hier sieht, die hauen auf einen drauf. Der hier hinten hält typischerweise so eine Salve nicht aus. Okay, ich glaube, ich habe eine Art Alarm ausgelöst. Schauen wir mal, ob jetzt noch ein neuer kommt. Hier wird immer an einer anderen Stelle gespawnt, also bin ich gerade am überlegen, ob es an eine bestimmte Menge von denen gibt, die irgendwann nicht mehr respawnen. Ein bestimmtes Kontingent an Gegnern, und wenn das aufgebraucht ist, dann so. Na komm. Das scheint so. Eigentlich noch mal ein hier ist Lebensenergie und auch Suit Energie. Wenn die nah sind, dann kann ich die auch damit abschießen. Oder wenn sie sich wie hier nicht bewegen. Sehr fein. Okay, dreht sich das nur oder bewegt sich das auch leicht links und rechts? Nein, es dreht sich nur. Und hier ist ein Heilungspool. Da würde ich auch sagen, wir speichern erstmal vor, wenn die Luft springen und gehen hier hin und stellen uns in den Pool. So, laden wir erstmal unsere Lebensenergie wieder auf. Fein. So, hier ist nichts. Na komm, ziehen wir hier die Lücke fest. Und wie man sieht, das bringt nichts, aber das bringt tatsächlich was. So, dann gucken wir mal hier rein. Kann der eigentlich euch so? Okay. Hier ist schon mal die Stelle, wo diverses Zeugs rausgefüllt ist. Also hinter diesem grünen Vieh ist ja ein Haufen Gedärme und so rausgefallen. Hier ist also nochmal eine Quelle mit Heilwasser. Wir sind aber gerade voll geheilt, also hilft die uns leider nichts. Deswegen geht es hier hinten nochmal weiter und ich bin ein neugieriges Katzi. Ja, das ist die Stelle. Hier sind diverse Gedärme rausgeflogen. Okay,
Okay, wir können auch hier das Viech kurz verschwinden lassen. Aber ich will es nicht riskieren. Ich wüsste auch nicht, wo ich hier hin muss. Da ist auch eine Art Treppe. Das heißt, wir gehen jetzt hier zurück. So, komm einmal durch. Dann kommen wir auch durch. Denn es ging ja hier auch weiter. Ich möchte ja auch gucken, was hier ist. Gut, das kann ich auch damit kaputt machen. Ich muss also die Waffe nicht wechseln. Oh, Mist. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob wir den überhaupt irgendwie besiegen können. Ich probiere es mal. Ob das irgendwas bringt, weiß ich nicht. Der schlägt jetzt gerade in die Luft, weil er uns irgendwie angreifen will. Wenn die alle 50 springen, lade ich. Ich gehe davon aus, dass die alle 6 mal nichts bringen. Ich glaube, der ist immun gegen den Schuss. Okay. Ich würde sagen, wir betreiben mal Aufklärung. Oder was wir noch ausprobieren könnten, wäre das hier. Aufklärung, it is. Wir haben gespeichert, wir rennen einfach mal vor und gucken, ob wir einen Weg finden, wo der nicht lang kann. Das sieht doch gut aus hier rein. An dem vorbeischleichen. Dann würde ich sagen, der patrouilliert hier jetzt. Wenn er wieder weg ist, dann renne ich raus und gucke, was hier ist. Jetzt läuft er hier hin. Er dürfte uns jetzt nicht bemerken. Das habe ich übrigens früher nicht so wahrgenommen, dass der oder dass die Gegner einen hören oder nicht hören könnten, außer bei den bei diesen grünen Tentakelviechern. So, gucken wir mal hier. Da ist nichts. Und hier. Da geht es tatsächlich durch. Da sind immer noch welche von den Tentakelviechern. Und jetzt steht der da und kann nichts machen. Ja, jetzt kann der tatsächlich nichts mehr machen. Ich noch mal, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich hier müsste ich also irgendwie an denen vorbei. Was ist denn hier unten? Okay, hier ist sie, das ist wahrscheinlich sicherer Tod. Das lässt ihn kurz verschwinden. Das kann. Nein, ich dachte jetzt, ich schieße den auch ab und es könnte aber eine Taktik sein. Moment. Also den abschießen, den abschießen, den abschießen. Den abschießen. Schnell rüber. Einmal, zweimal, er ist weg. Und weiter. Puh, das war Glück. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Xen nie richtig durchgespielt. Ich bin da hier komplett mit Cheats und Noclip einfach rumgeflogen und habe mir alles angeguckt und kann mich gar nicht mehr an die Lösung erinnern. Das ist also tatsächlich für mich, als wenn ich es zum ersten Mal spiele. Und es kann tatsächlich auch sein, dass ich das Spiel hier irgendwann aufgebe, weil ich es nicht schaffe, wobei ich einfach spiele. Und von daher kann es sehr gut sein, dass ich es einfach schaffe. Bisher sieht es ja schließlich gut aus. Ein bisschen Energie für den Anzug. Die Energie brauche ich nicht.
speichern, bevor wir durchs Portal gehen. Und dann gucken wir mal, was uns im nächsten Bereich erwartet. Ich kann mich noch erinnern, dass es auch hier in Xen irgendwelche... Ich wollte es gerade erwähnen, irgendwelche fabriksachenartigen Sachen gibt. Und das ist genau das, wo wir gerade sind. Das ist das, was ich so als Fabrikgelände in Erinnerung habe. Das sind die grünen Strahlschießer. Die übrigens in Half-Life 2 dann auf einmal... nee, das verrate ich nicht. So. Leise, damit sie uns nicht bemerken. Ich habe damals nie dran gedacht, dass man sich in einem Ego-Shooter durchschleichen könnte. Das hat ja eher doch eher was von einem Rollenspiel. Und das ist wiederum meins. Schleichen und Rollenspiele. Guck mal, die arbeiten hier. Kann das eventuell sein, dass sie mich gar nicht angreifen? Ich guck mal, ich laufe. Doch, die greifen mich an. Okay. Suchartigen Geschosse mal. Ich habe nie ganz verstanden, wie das funktioniert mit diesem Zielsuch, weil die fliegen eigentlich meistens am Gegner hier vorbei. Die fallen nur irgendwie an der Wand ab oder so, aber auf deiner Seite scheint es doch irgendwie zielsuchend zu sein. Und treffen die Gegner, keine Ahnung. So. Ich habe das Gefühl, so von dem Audio scheint hier rechts einer zu sein. Hier hinter diesem Fass oder was das ist. Da oben den kennt, das wissen wir ja. Ja, okay, die Ziel suchen doch. Vielleicht muss ich auch einfach das Ziel sehen dabei oder so. Jetzt schaltet sich der Ton von meinem Schuss ab. Ich muss aber hier eigentlich nur ausweichen und die fliegen schon zu den Gegnern. So. Also eigentlich kann ich tatsächlich auch einfach so hier rumlaufen mit gedrückter Taste. Einfach ständig irgendwie schießen und hoffen, dass ich was treffe. So, das hätten wir jetzt. Hätten wir jetzt hier alle Gegner platt gemacht. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich diesen Aufzug nehmen muss. Ich bin mir neugierig, wir wissen, das tut mir nicht weh. Okay. Kann ich diese Fässer kann man nicht verschieben. Aber hier, das ist den Aufzug nicht mehr. Sagen. Und jetzt habe ich nicht geschossen und er ist gestorben. Was ist hier passiert? Hat der irgendwie was aktiviert? Der hat das Spiel einfach nicht gecheckt, dass der tot sein sollte? Okay, ich bin neugierig. Was ist das? Speichern, reingehen. Das klingt wie das Wasser. Das könnte eine Heilungskammer sein. Rauf, weil das fuhr eben noch mal weiter hoch. Ah, okay, nicht sonderlich weit hoch. Und wieder runter. Okay, und hier fangen jetzt quasi die rätselesken Sachen an. Ich gehe davon aus, dass ich irgendwie hier mitfahren muss. Und dass deswegen das Teil auch so ganz nach oben fährt. Schauen wir mal.
mal, ob wir hier oben raufkommen von dem Aufzug dann. So. Nein, eindeutig nicht. So, jetzt können wir auch raus. Jetzt können wir auch ausprobieren, ob das eine Heilungskammer ist. Das würde passen, wenn man nämlich Schaden genommen hat, weil man hier runtergefallen ist. Und wenn der Sprung nicht geschafft hat, kann man sich eben einfach wieder heilen. Und hat nur Zeit verloren. So. Zack, einmal hier rauf. Und wenn es keine Heilungskammer ist, dann laden wir einfach wieder. Ja, das ist eine Heilungskammer. Einen Schluck Wasser trinken. Und wieder geheilt sein. So. Ah. Jetzt verstehe ich's. Mhm. Ich gehe hier hin. Dann warte ich, bis das unten ist. Und dann steige ich auf diese Plattform, die, wenn es in der mittleren Position ist, mir die Möglichkeit gibt, auf dieses Förderband zu steigen. Außer ich bin zu doof, so zu tun. Jetzt will ich natürlich beschleunigen. Und gehe hierher. Okay, wir sind also nicht allein. Dankeschön. Das haben wir auch schon gemerkt mittlerweile. So, dann schauen wir mal, wo das hier so hinführt. Wir haben ja gespeichert, Trademark. Okay, das macht uns also kaputt. In diese Ben, in dieses Kraftfeld dürfen wir nicht rein. Okay. So. Ich hätte Half-Life 1 eigentlich auf Englisch spielen sollen, weil ich da das Voice-Acting noch nicht kenne. So, dann schauen wir doch mal. Das sieht danach aus, als wenn hier kein Kraftfeld ist. Dann folgen wir doch mal diesen Fässern hier. So, die fallen hier irgendwo runter. Blub. Okay, in das Wasser wollen wir nicht fallen. Das Ganze natürlich mitten in einem Ladeding, das ist fies. Das war ungünstig. Wir wollen auf die linke Seite. Da ist ein größerer Ledge. So, links hin. So, fein, das hat geklappt. Wo ist er? Wir werden beschossen. So, natürlich nicht. Das war knapp, wir hätten uns beinahe zerquetschen lassen von diesem Teil. Okay, hier ist also viel, was sich von alleine bewegt, was uns zerquetschen und sonst was könnte. Wir haben hier auch ordentlich Schuss. Schauen wir mal, was hier so ist. Okay. Na, Heilungskammer, das ist doch schon mal was. Und so einen, den wir direkt abschießen können, in der von der Heilungskammer aus. Sehr praktisch. Okay, hier gehen wir drauf, wenn wir runterfallen. Da können wir nicht einfach hochspringen. Das ist zu niedrig, zu hoch. Gut, dann kommen wir mal weiter. Was haben wir noch? Hier ist noch was, nämlich Suit-Energie. Sieht mir tatsächlich aus wie ein Aufzug. Jawohl. Das habe ich mir gedacht. Und dann können wir hier zur Seite gehen.
Die zwei kriegen wir einfach platt. So. In der Alien-Fabrik. Keine Ahnung, was das hier soll. Das scheinen aber auch irgendwelche Fabrikarbeiter zu sein. Tut mir tatsächlich irgendwie schon ein bisschen leid, die jetzt abzuschießen. Muss ich gestehen. Da, ich spreche ja trotzdem erstmal ab. Gut, so. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, wo vorher nicht hinkamen. So. Ich weiß noch eine Stelle, wo diese Viecher diese machen. Ich glaube, die heißen irgendwas mit Blabla Hound. Hound Eye, genau, heißen die. Wo da von denen Tausende ankommen, während man auch in so einem fabrikartigen Bereich ist. Das weiß ich noch, das war sehr nervig. Weil wenn man vielen von denen hat, das weiß ich, das habe ich immer gehasst. Hier oben ist einer. Lustig ist, dass er alle hier alle Kugeln rauswirft und trotzdem ich nur die Kugeln, die ich wirklich verschossen habe, verbrauche. Ah, okay, das war der Aufzug hier, der mich beinahe von zerquetscht hat, als ich unten drunter stand. So. Und diese Viecher hier, diese, die mal Booty-Klacken sagen, die nennen sich Vortigons. Die weiß ich nicht, wie sie heißen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das sind irgendwelche Fabrikarbeiter oder sowas hier. Schauen wir mal hier, das sieht mir nur ein Geheimnis aus. Ach nö, das ist einfach nur, das war quasi eine Abkürzung. Minen. Das ist nicht wirklich meine Waffe, Minen. Da hinter dem Dings ist noch einer. Ich habe eben jetzt ein bisschen von ihm gesehen. Das, bewachst du was? Lebensenergie. Nachladen vielleicht, bevor man speichert. Hinter dem Fass ist wahrscheinlich auch noch einer. Da kommt nämlich zumindest das Geräusch von einem her. Jawohl. Und so, einer noch. So. Da wurde ich trotzdem von einem Strom getroffen. Naja, nochmal aufladen. Granaten. Die Granaten von dem. Von der Maschinenpistole. Oder dem Maschinengewehr. Ach, wie rüber. Früher übrigens hat dem Rattergewehr. Kammer. So. Wie gesagt, die tun mir irgendwie ein bisschen leid. Liegt aber auch daran, weil ich die Story von der Zukunft kenne. Und aber sie kommen mir trotzdem vor wie einfache Arbeiter, die sich nur vor mir verteidigen, ehrlich gesagt.
Zumindest hier jetzt. Also vorher haben sie mich ja die ganze Zeit angegriffen. Von daher ist es natürlich super plausibel, dass ich die jetzt bekämpfen will. Ja. Vielleicht nochmal nachladen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier runterspringen, ihr habt schon gedacht, ich würde es nicht bemerken, bevor wir hier runterspringen, beenden wir die Folge hier und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, miau!